Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: kleine Corona-Opfer, Präsenz- oder Distanzunterricht für die Kinder. Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte Professor Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Moin, moin, lieber Jens. Moin, moin, lieber Herr Dr. Schwarke. Und an Sie alle ein herzliches Willkommen direkt aus der Universitätsmedizin Essen. Hallo. Mein Name ist Jens de Boer. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Hier in Hamburg müssen Kinder ab heute wieder in die Schule. In anderen Bundesländern sind noch Ferien. Aber die Diskussion um den Schutz der Kleinen kocht hoch. Ist das Ansteckungsrisiko wegen Omikron zu hoch? Müssen wir Schulen schließen, auf Distanzunterricht umstellen? Was macht aber Schulschließung mit den Kindern? Was wissen wir darüber? Unser heutiger Gast kennt sich mit der Seele der Knirpse sehr gut aus. Er leitet die Kinderintensivstation in Essen und ist Spezialist für Infektionen bei Kindern. Herzlich willkommen, Professor Christian Donner-Schwarke. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei sind. Hallo, vielen Dank. Bevor wir gleich mit Ihnen reden, kurz zu dir, lieber Jochen. Wie waren deine Feiertage? Ist das jetzt gerade die Ruhe vor dem Omikron-Sturm? Ja, die Feiertage waren tatsächlich relativ ruhig und ich glaube auch, es ist die Ruhe vor diesem Omikron-Sturm, auf den wir uns vorbereiten natürlich, nach besten Möglichkeiten. Wir haben ja in Deutschland die Situation, Herr Wieler hatte das ja rechtzeitig auch gesagt, vom RKI aus, dass wir noch nicht die tatsächlichen Zahlen haben. Das hat er im Grunde schon vor einigen Tagen auch angemerkt. Und jetzt erleben wir gerade, wie die Zahlen natürlich zulegen und wie sie dann auch in der nächsten Woche nochmal ansteigen werden. Es kommen die Schultestungen dazu. Auch das wird nochmal einen Schub geben. Ich glaube, da sollten wir auch gar nicht so verwundert drüber sein. Es kommt jetzt. Wir haben ja früher auch immer gesagt, wir wollen nicht nur auf die Inzidenz Zahlen schauen. Wir wollen darauf schauen, wer ist eigentlich im Krankenhaus, wer ist auf den Normalstationen, wer ist auf den Intensivstationen. Und ich glaube, das hatte ich ja auch schon vor Weihnachten gesagt, es ist kein Platz für Panik, wir müssen Ruhe bewahren. Und natürlich auch, was tut sich in den Kinderkliniken? Wie viele Kinder haben wir stationär? Und da bin ich froh, dass wir diesen sehr fundierten Studiogast heute bei uns haben. Und deswegen gebe ich jetzt das Wort auch an dich zurück, lieber Jens. Ja, Herr Donner-Schwarke, Sie sind Experte und haben gerade eine Studie veröffentlicht, Thema Suizidversuch in der ersten und, oder im ersten und zweiten Lockdown. Was sind die Ergebnisse Ihrer Studie? Gut, einmal kurz zur Relativierung. Veröffentlicht ist sie noch nicht. Sie ist eingereicht zur Publikation und wird dann, wie das so schön heißt, im wissenschaftlichen Jargon noch gepeer-reviewed. Das, was wir beobachtet haben bei uns, war, dass im zweiten Lockdown vermehrt Jugendliche auf der Intensivstation aufgenommen wurden nach einem Suizidversuch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage für uns, ist das ein zufälliges Auftreten oder ist das etwas, was andere auch sehen? Und wir hatten schon im ersten Lockdown eine multizentrische Studie mit anderen Kinderintensivstationen in Deutschland aufgesetzt, um die sogenannten Kollateralschäden, also Traumata, Verbrennungen, Ähnliches bei Kindern zu erfassen und haben diese Struktur genutzt für eine zweite Umfrage unter den Kollegen auf den Kinderintensivstationen, haben also Daten von insgesamt 27 Kinderintensivstationen gesammelt und mussten eben feststellen, dass wenn man die Aufnahmen auf der Intensivstation wegen eines Suizidversuchs zum Ende des zweiten Lockdowns mit den Zeiten vor dem ersten Lockdown, als es noch kein Corona gab, sich verdreifacht haben. Und wenn man es sogar mit dem ersten Lockdown vergleicht, als es weniger Suizidversuche gab, haben sie sich im Verhältnis dazu vervierfacht. Und das ist sozusagen an Zahlen, wie kann man das hochrechnen? Was bedeutet das für Deutschland? Ja, wir haben ungefähr anhand der DIVI, bei der DIVI gemeldeten Intensivbetten hochgerechnet, dass wir mit dieser Studie etwa 18-20% der Kinderintensivbetten abdecken in Deutschland. Und wenn man diese Zahlen hochrechnet, dann sind in einem Zeitraum, wir haben ja sozusagen das Ende des zweiten Lockdowns, also 2,5 Monate von Mitte März bis Ende Mai begutachtet, muss man von ungefähr
450 bis 500 stationären Aufnahmen auf der Kinderintensivstation wegen eines Suizidversuchs ausgehen. Auf welchen Zeitraum bezogen? Das bezog sich auf den Zeitraum von März 2021 bis Ende Mai 2021. Das sind also gute zweieinhalb Monate, genau. Ja. Dreieinhalb Monate. Hat Sie die Zahlen überrascht? Ja, das hat mich auf jeden Fall überrascht. Man steht ja natürlich in Kontakt auch mit den anderen Kollegen, die auch schon gesagt hatten, dass sie ähnliche Beobachtungen machen. Aber wir haben nicht mit diesem Anstieg um das Dreifache gerechnet. Wir haben eher gesagt, vielleicht das anderthalbfache oder zweifache. Das erschien uns realistisch, aber dass das so ausgeprägt war, das hat uns schon überrascht, ja. Was ist denn der Auslöser Ihres Erachtens, warum das so passiert ist, warum die Zahlen explodiert sind? Also wir wissen ja schon seit längerem, dass es gute Studien gibt, die auch aus Deutschland stammen, zur mentalen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, auch an großen Kohorten validiert. Und man weiß, dass die seelische Gesundheit ja durch deutlich gelitten hat. Also depressive Störungen, Angststörungen, auch Essstörungen haben sich ja zum Teil verdoppelt, verdreifacht unter den Kindern und Jugendlichen. Und ich erkläre mir das schon so, dass ich im ersten Lockdown, als das alles noch relativ neu war und man eine Aussicht hatte, dass es besser wird und wir das einmal zusammen durchstehen müssen, man sich zusammengerissen hat. Und im ersten Lockdown gab es sehr gutes Wetter tatsächlich, dass auch die Möglichkeit war, gut nach draußen zu gehen. Der zweite Lockdown, obwohl er an sich ja lockerer war, hat sich aus meiner Sicht hingezogen wie ein Kaugummi. Und es gab viel weniger, sage ich mal, Zuversicht und dass das jetzt alles endlich vorbeigeht und dass sich da vor allen Dingen eben Kinder, die vielleicht auch schon an depressiven Verstimmungen gelitten haben, dann eben gedacht haben, okay, das ist jetzt mein Hilferuf, ich muss da irgendwie rauskommen. Haben Schulschließungen diesen Trend befördert oder die Situation verschärft? Tja, das ist natürlich mir nicht einfach mit einem Ja oder Nein zu beantworten, aber ich denke schon, dass man klar sagen kann, soziale Kontakte außerhalb vor allen Dingen von digitalen Medien sind präventiv. Das ist, glaube ich, das sagt der gesunde Menschenverstand, das sagen aber auch Studien. Und insofern ist natürlich Schule der Ort mit sozialen Kontakten. Und insofern ist natürlich das Offenhalten der Schulen sicherlich das A und O der präventiven Maßnahmen aus meiner Sicht. Was ist Ihre Empfehlung demzufolge für die Kultusminister, die darüber entscheiden müssen, ob die Schulen geöffnet bleiben oder schließen? Ja, also meine Empfehlung wäre schon auch ganz klar, so lange das irgendwie geht, das aufrechtzuerhalten, die Schulen offen zu lassen. Ja. Letzte Frage noch. Es gibt immer wieder Frauen, die sich melden, auch bei uns melden und sagen, ich möchte schwanger werden oder ich bin schwanger. Wie sieht es aus mit einer Impfung? Haben Sie festgestellt oder stellen Sie fest, dass Impfungen eine Schwangerschaft verkomplizieren? Nein, man kann natürlich nicht jeden Einzelfall einzeln betrachten, aber an sich vor allen Dingen schützt die Impfung auch die Schwangeren. Das ist auch ganz wichtig zu sehen. Und die Impfung schützt sogar auch das Neugeborene. Wenn eine geimpfte Mutter ihr Neugeborenes stillt, gibt es Antikörper gegen das Coronavirus weiter. Und auch das ist vielleicht nochmal ein Grund zu sagen, auch Schwangere, bitte lassen Sie sich impfen. Das ist doch ein gutes Schlusswort in einer, ja, schwierigen Sendung mit schwierigen Botschaften, aber die, glaube ich, wichtig sind, um Orientierung zu geben und auch dann entsprechend zu handeln. Können Sie uns noch einen Tipp geben? Was können Eltern tun, die feststellen, dass ihre Kinder, dass es sie belastet, dass sie Angst haben oder dass die Eltern Angst haben, dass den Kindern auch sowas widerfährt wie ein Suizidversuch? Ja, sicherlich erste Ansprechpartner häufig sind die Kinderärzte, die Kinder ja sehr gut kennen häufig, weil es sich ja auch viel um Jugendliche oder ältere Schulkinder handelt.
Aber es gibt auch die Sorgentelefone, es gibt die Kinder- und Jugendpsychiatrien vor Ort, die man sicher ansprechen kann. Da gibt es auch die Jugendämter, kann man ansprechen, die auch sehr mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die kann man sich auf jeden Fall gut wenden. Also wir sollten nicht unterschätzen, mentale Gesundheit ist auch extrem wichtig und daran gilt es zu arbeiten. Vielen Dank für die Infos, Herr Donner-Schwake, und natürlich auch dir, lieber Jochen, vielen Dank. Und für heute ist die Chefvisite vorbei, liebe Zuschauer. Melden Sie sich gerne, stellen Sie Fragen, schicken Sie E-Mails an deboer@jdb.de, werden sofort beantwortet. Wir sind jeden Tag für Sie da, geben Orientierung. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Tschüss.